Wir beginnen heute ein großes Thema, ein weites Thema, ein Thema, das richtig weit wandert. Reden wir also übers Weitwandern. Und bevor diese lange Serie jetzt eingeläutet wird mit allen Fragen zum Thema Kochen, Packen, Training, Kräfte einteilen und Hütten, sprechen wir heute über ein Basic-Thema, die Ausrüstung. Gleich mal zur Information vorweg für alle, die den Kanal nicht regelmäßig am Schirm haben, was ein Fehler ist. Das hier ist die erste Episode zum Thema Weitwandern und ihr findet hier oben dann in Zukunft in der Playlist auch die weiteren Episoden. Heute sprechen wir mal über die einfachste Form des Trackings und vor allem die einfachste Ausführung der Ausrüstung für das Weitwandern. Und zwar geht es heute um das Hüttenwandern oder Hüttentracking oder wie man das auch immer nennen mag. Das heißt im Klartext, die Ausrüstung fürs Weitwandern unter den leichteren Umständen, weil man ja durch die Infrastruktur der Hütten einige Dinge einsparen kann. Vorweg möchte ich aber eine Sache klarstellen, damit das hier kein Streitthema wird. Für viele Weitwanderer ist das Thema natürlich eine eigene Religion, vor allem was die Ausrüstung betrifft. Das liegt vor allem daran, dass wir alle ganz unterschiedliche Ansichten davon haben, was überflüssig ist und was man wirklich noch alles so mitbraucht bei einer Weitwanderung. Meine Erklärungen beziehen sich immer darauf, was ich empfehle und was ich für sinnvoll erachte. Nur weil es in meinen Erklärungen nicht vorkommt, heißt das nicht automatisch, dass ihr dieses oder jenes nicht mitnehmen könnt oder sollt. Meine Beiträge hier sind lediglich eine Einleitung ins Thema. Aber nun genug geschwafelt. Wir brauchen für das Hüttentracking immer einen stabilen Rucksack, der genug Volumen mitbringt. Ihr werdet aber sehen, dass ihr gar keine Rucksackmonster braucht, um bei einem Hüttentracking beispielsweise alles mitzunehmen, was dabei sein sollte. Mit 30 bis 40 Liter kommt ihr definitiv aus und seid dabei sogar noch ordentlich komfortabel unterwegs. Also verzichtet auf Tracking-Monster mit riesen Rückenkonstruktionen und Co., weil die einfach ein unglaublich hohes Eigengewicht mitbringen. Zum Beginn klären wir mal das Thema abseits der Hütten, also die klassische Bergausrüstung. Da haben wir eine Hardshelljacke, eine Isolationsschicht, eine Kappe, Wanderstöcke, Essen, dazu gleich nochmal mehr, einen Biwaksack, ein Erste-Hilfe-Paket, eine Stirnlampe, ein Multitool und natürlich Trinken. Und das ist so die klassische Minimalausstattung für die Tagestour per se. Dazu gibt es ja nicht mehr viel zu sagen, denn, naja, auch genug Videos dazu gibt es ja hier schon oben in der Playlist. Nun sollte man bei Mehrtagestouren natürlich ein paar Dinge beachten, die über die lange Zeit relevant sein könnten. Zum Beispiel der Sonnenschutz. Bei einer Tagestour reicht es vielleicht manchmal, sich einfach vorher nochmal einzucremen. Bei Mehrtagestouren klappt das natürlich nicht. Gleiches gilt auch für die Augen. Wer im Nebel startet, braucht keine Sonnenbrille. Vielleicht wird es an Tag 3 aber doch mal sonnig. Also kommen wir zu Dingen, die auf der Tagestour manchmal relevant sind und manchmal nicht, sodass sie bei Mehrtagestouren definitiv nicht mehr nur optional sind, sondern für den Fall der Fälle definitiv eingepackt werden sollten. Dazu gehört eine Sonnenbrille, Sonnencreme, Mückenschutz, Wechselshirt, Taschentücher, kleine Plastiktüte, Regenhülle für den Rucksack, Stirnband oder Mütze und ein Schlauchtuch. Das sind Dinge, die man während der Tour brauchen kann, je nach Wetter und Lage. Nun sind wir aber noch nicht bei dem spannenden Faktor der Nächte angekommen. Das machen wir jetzt. Auf einer Hütte und für die Übernachtung sind ein paar Sachen wichtig, aber man sollte gerade in diesem Punkt wirklich minimalistischer denken als im Alltag. Denn gerade hier läppert sich das Gewicht schon ordentlich. Für die Nacht brauchen wir den obligatorischen Hüttenschlafsack, eine Zahnbürste und Zahnpasta, Haarshampoo in Reisegröße, Klopapier, einen kleinen Müllsack, ein Reisehandtuch, Klebeband und Wechselwäsche. Wir müssen kurz das Thema Essen anschneiden, so wie wir einen Käse anschneiden würden. Auch wenn wir hier heute nicht ins Detail gehen können. Wenn ihr Frühstück und Abendessen auf einer Hütte kriegt, hält sich der Hunger auf der Tour natürlich in der Regel in Grenzen. Aber man sollte trotzdem versorgt sein. Ein Energietief mitten auf der Strecke ist natürlich alles andere als ideal. Ich persönlich sehe für mich immer, dass 500 Kalorien als Snack auf der Tour zwischen Hütte und Hütte absolut ausreichend sind. Das ist aber natürlich von Person zu Person völlig unterschiedlich. Das sind bei mir zwei kleine Müsli-Riegel pro Tag. Das heißt, bei 5 Etappen packe ich 10 Riegel ein. Aber wichtig, bringt etwas Abwechslung ins Spiel, sonst könnt ihr nach 5 Tagen oder noch mehr
diese verkackten Müsli-Regeln natürlich auch nicht mehr riechen. Wichtig ist, dass ihr euer Essen energieeffizient gestaltet. Klar, es muss natürlich schmecken, aber alles, was unter 300 Kalorien auf 100 Gramm hat, hat eher eine schlechte Energieeffizienz. Was bedeutet, man schleppt mehr Gewicht mit, um die gleiche Energie aufnehmen zu können. Will man 5000 Kalorien für eine 10-Tage-Tour einpacken, sind das 2,3 Kilogramm Brot oder eben nur etwas mehr als 1 Kilogramm Hafervoll-Müsli-Riegel. Aber wie gesagt, es soll euch natürlich auch immer schmecken. Wenn ihr euch nicht abmühen wollt mit eurem Rucksack, packt die Wäsche definitiv separat. Nicht nur, um sie im Rucksack dann später leichter zu finden, sondern um sie in einem Packsack einfach mal für sich allein auf eine Küchenwaage zu legen. Das hilft nämlich sehr dabei, ein Verständnis dafür zu bekommen, wie unfassbar schwer Kleidung eigentlich ist. T-Shirts, Unterwäsche, Socken, das alles wiegt für sich allein nicht viel. Alles mal 9, weil man 10 Tage unterwegs ist und schon ist das Ganze ein ziemlicher Haufen. Eine Unterhose für Herren wiegt 60 Gramm, ein paar Bergsocken 50 Gramm, ein T-Shirt ca. 120 Gramm. Klingt alles nach nichts, aber beispielsweise mal 9 und dann addiert sind das 2070 Gramm, also über 2 Kilo Kleidung, die wir mitschleppen. Nimmt man alles zweimal mit, sind es nur 460 Gramm. Deutlicher Unterschied, wenn man es auf 10 Tage hochrechnet. Ihr müsst für euch selbst entscheiden, wie komfortabel und frisch ihr jeden Tag sein wollt und ob man mal öfter waschen möchte oder gar nicht. Das kann ich mir für euch nicht entscheiden. Ich persönlich habe zu dem, was ich trage, Unterwäsche, Socken und T-Shirts noch zweimal dabei. Dann muss ich nicht jeden Tag waschen und habe immer auch noch Reserve, wenn was kaputt gehen sollte. Übrigens, trocknen lasse ich immer alles außen an meinem Rucksack, während ich den Tag über unterwegs bin. Achtet dabei aber definitiv mal auf die Wetterprognose. Wenn ihr jetzt das ganze Zeug in euren Rucksack packt, dann Gehirn einschalten nicht vergessen. Kleidung kommt in einen wasserdichten Packsack. Sollte euer Rucksack nicht wasserdicht sein, ist das natürlich umso wichtiger. Aber vor allem ist das super für die Organisation eures Zeugs auf der Hütte. Grundsätzlich würde ich empfehlen, den Rucksack nach den Öffnungsmöglichkeiten zu packen. Wenn ihr nur einen Zugriff von oben und nicht von der Seite auch habt, gibt es eine recht einfache Packreihenfolge. Erst kommt die Trinkblase rein, falls ihr sowas verwendet. Dann nach ganz unten die Ausrüstung, die ihr hoffentlich nicht braucht. Also Biwaksack, Stirnlampe und eventuell auch das Erste-Hilfe-Paket. Bei Schönwetter kommt dann die Wäsche, die Übernachtungssachen und dann die Regenjacke. Danach eine zusätzliche Isolationsschicht und zuletzt das Futter. Die Kleinigkeiten, also Multitool, Kappe, Stirnband, Sonnenbrille, Sonnencreme, Mückenschutz und der ganze andere kleine Spaß, kann auch alles in ein kleines Deckel- oder Seitenfach des Rucksacks. Die zwei Schlüsselfaktoren beim Rucksackpacken sind nämlich zum einen, dass man immer ganz genau weiß, wo man etwas suchen muss, wenn man es denn braucht. Das spart nämlich sehr viel Zeit und sehr viele Nerven. Es ist nicht schlimm, wenn man das Erste-Hilfe-Paket braucht und es ganz unten ist. Schlimm ist, wenn man es braucht und überhaupt keine Ahnung hat, wo es ist. Zum anderen ist es wichtig, dass ihr Kleinzeug immer in kleine Fächer packt, wenn ihr nicht mit Packsacksystemen arbeitet. Kleine Sachen in großen Rucksäcken ab 30 Liter suchen, ist nämlich oftmals eine Qual. Und damit möchte ich euch mal mit der leichtesten und angenehmsten Art des Weitwanderns, also vor allem im Sinne des Rucksackgewichts, aus dem heutigen Video entlassen. Schreibt mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare, was bei euren Hüttentouren so alles nicht fehlen darf. Ich bin schon sehr gespannt, was es da von euch so zu berichten gibt. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil!